sind heute hier bei MTB. Wir haben heute unsere Firma vorgestellt. Ich bin Frank Neff, ich bin Geschäftsführer bei Triebwerk im Bereich Vertrieb. Ich bin Achim Mosberger, ich bin Geschäftsführer und bin für den Bereich Produktion, Produktkonzeption und Entwicklung zuständig. Und ich bin Patrick Nagler, ebenfalls von Triebwerk und bin für den Außendienst verantwortlich. Weil wir eine Alternative zu den ganzen Getränken, zu Kaffee, Energy Drinks haben wollten, die zuckerfrei sind, die man über die Mundschleimhaut aufnimmt. Das heißt, deutlich schneller und man muss danach nicht aufs Klo. Dadurch, dass kein Zucker drin ist, bleibt der Blutzuckerspiegel auch konstant. Das heißt, man hat keinen Crash, es schießt nicht nach oben, es fällt danach nicht nach unten, sondern man hat konstant eben das Koffein im Blut, das wird schnell aufgenommen und man hat die anregende Wirkung, die das Koffein eben ein. Da haben wir ganz normal den Lebensmitteleinzelhandel. Gerade groß oder Schwerpunkt ist Edeka. Dann haben wir natürlich Bäckereien, wir haben Tankstellen, die ganzen kleinen, wir nennen es Convenience Stores, wo man eben an der Ecke relativ kleine Auswahl, da die Produkte zu platzieren. Fitnessstudios und auch relativ groß Online-Einzelhandel auch. Also Plattformen, die jetzt vermehrt auftreten, wo man seinen ganz normalen Tages- und Wocheneinkauf eben erledigen kann. Da sind wir gerade dabei zu registrieren, die zu finden, anzusprechen, die Produkte zu listen, das ist auch ein Prozess. Plus Amazon, Amazon Prime eben, eigene Website, eBay, die ganz normalen Vertriebswege, die man online eben, Rakuten.de hat uns jetzt angeschrieben. Also die Sachen klappern wir alle ab, bieten das dort auch an und versuchen eben den Schwerpunkt jetzt auf den Wocheneinkauf online. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren immer mehr kommen und da versuchen wir jetzt den Fuß in die Tür zu bekommen. Das sind Leute, die müde sind, die normalerweise irgendwie Koffein zu sich nehmen. Das geht auch über Grüntee für Leute, die sagen, sie haben noch nie irgendwie Kaffee oder Energy Drinks getrunken. Dann natürlich die ganz normale Energy Drink-Kundschaft, plus Leute, die Kaffee trinken, einfach Leute, die sagen, ich bin müde, ich brauche irgendwas, das mich wieder wach macht. Die versuchen wir anzusprechen, das ist die Zielgruppe. Der größte Vorteil ist eigentlich, dass wir im klassischen Sinn gar kein Energy Drink haben. Das heißt, wir haben kein Getränk, ich sag mal von 250 bis 500 Milliliter werden ja normalerweise angeboten. Das haben wir gar nicht im Angebot. Deswegen, allein schon vom Äußeren, setzen wir uns da ein bisschen ab. Wir haben die Koffein-Kaugummis, wir haben die Koffein-Drops. Geht natürlich in eine ähnliche Richtung, also soll wach machen, aber es ist kein Getränk. Deswegen kann man das schon mal nicht vergleichen. Und unser Energy Shot hat deutlich weniger Flüssigkeit, 60 Milliliter, bei über doppelt so viel Koffein. Also es ist ein Produkt, den schüttelt man, trinkt ihn mit einem Schluck. Die Wirkstoffe sind im Körper, man braucht so viel Flüssigkeit einfach, damit der Geschmack trinkbar ist. Und damit hat sich das Thema schon erledigt. Man isst jetzt, also es ist kein Getränk, das man vor sich hin trinkt oder das man in den Kühlschrank stellt und dann ganz entspannt austrinkt, sondern es ist was, das man nimmt, weil man die Wirkung haben will. Und das ist ein bisschen unser USP, dass wir einfach sagen, okay, es ist kein Getränk, es ist kein Lifestyle- oder Szene-Getränk, sondern es sind Produkte, die einen Sinn erfüllen, die dich wach machen sollen, die dich antreiben sollen. Die nimmt man, um den Effekt zu erzielen, nicht um irgendwie genießerisch 300 Milliliter von irgendeiner Flüssigkeit zu trinken. Ganz klarer Vorteil von der Kooperation ist, dass wir unsere Zielgruppe direkt ansprechen. Also direkter kann man sie gar nicht ansprechen, weil es wird hier am Campus verteilt. Es ist theoretisch für jeden Student interessant. Das heißt, wir erreichen mit relativ wenig Aufwand genau die Zielgruppe, die wir wollen. Wir bekommen sehr gutes Feedback, auch konstruktives Feedback, wo wir eben dann arbeiten können, von Leuten, die es auch benutzen würden. Das heißt, es ist kein theoretisches Feedback, sondern wir können mit allem, was von dem ganzen Rücklauf können wir was anfangen. Wir können natürlich auch dann anfangen, hier dementsprechend unsere Märkte auszuweiten und bekommen auch dort direkt das Feedback, wie viel bringt so eine Aktion, wie entwickeln sich die Umsätze. Also für uns ist es eigentlich perfekt, um auszutesten, wie unsere Produkte in unserer Zielgruppe ankommen, wo wir den Hebel ansetzen müssen, um besser zu werden und natürlich, um die Leute auf unsere Produkte aufmerksam zu machen. Also es ist ja, die Leute oder die Studenten, die es probieren und sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwas, die wissen, okay, ich habe damals so einen Koffein-Drop bekommen, den bekomme ich direkt gegenüber im Edeka. Wenn ich müde bin, hole ich mir den, statt eben irgendwas anderes. Also das sind die Mehrwerte, die sind für uns also wirklich sensationell.